Ja, raten wir. Und BIM! So, eine brauchen wir noch. Das ist so ein Teil. Oh, wie kommen wir da hoch? Sag mal, Glühbirnchen. Hast du die Kolonie 9 jetzt schon verlassen? Da ist doch Nummer 3. Ja, komm schon. Bam. Komm, voll um. Nö, Bock auf Quest. Ich hab die da auch fast alle gemacht, tatsächlich. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Oh, siehst du, da wollte ich ja noch, ne, zurück und, dann gucken, was bei Monika rauskommt. Großer Elektrokristall. Mal zwei. Alle-hup. Ich glaube, in Wirklichkeit will er ja Hula-Hoop sagen, aber das kriegt er irgendwie nicht raus. Was wollen die denn hier? Ey, sag mal, heilen habe ich dir aber nicht erlaubt, du Mistviech. Das braucht eine Klaue und Wolfspelz. Natürlich aber nicht der O. 5 Zitronensteine sollten eigentlich reichen. Wir müssen sie so schnell wie möglich Zazadan geben, bringen. Okay. Ah. Alter. Normale Schleder. Ich bin mal neugierig, wir gucken mal da hoch. Ätherrose. Oh. Oh! Ah, nicht den!
Und bam! Bam! Komm schon! Ah, shit, das war nicht weit genug. Und bam! So, Eulenschatzbeutel. Zerbrochene Klaue. Nochmal. Fröhliches Fest. Er stirbt. Kommst du, dummes Viecher? Sag mal. Verpiss dich. Oh, toll. Verpiss dich! Dann machen wir so. Eulenschatzbeutel und zweimal großer Eulenkristall. So, jetzt aber hier. Und mehr gibt's hier nicht. Doch, gibt's. Ja. Echt jetzt? Wow. Nebelbaum. Wasserstamm und Zitronenstein, okay. Oh, Nacht. Ist ja nicht so geil, Nacht. Ein Summkohl. Ein Wasserstamm. Und ein Federblatt. Der da oben schon wieder da. Geht ja aber schnell. Großer Elektrokristall mal zwei. Du, oh, Hextra probiert's wieder. Oh, so dauert noch, okay. Dacht man schon. Oh, da hinten, da gibt es sicher was zu absahnen. Jetzt können wir mal extra. Nicht da runterschmeißen. Eine zerbrochene Klaue. Was sind das für Viecher? Duell? Ach scheiße. Come on! Beat! Oh, wow! Down! Alright, my life is getting time for a chain attack!
Oh, nur ein Herzchen. Oh. Ey, bleib doch mal da. Komm schon. Warum durfte ich jetzt nicht mehr? Okay, perfekt. Ja, da wohnen wir den hinten. Komm schon. Go. Ah ja, hat nix. Ja, das ist Zeit für Schwanken. Was? Warum ging das jetzt nicht? Mist. Alter, die sind ja mal richtig ekelhaft, die Viecher, oder? Wer der Baut seid ihr? Wow, so hoch gehst du rein, extra. Schlechte Waffe. Zweimal. Und ein Federblatt. Ach shit, Alter. Oh ne, warte. Mistviech. Nein, nicht auf mich. Rauf. Dreh dich um. Danke. Hallo. Klebeschleim. Okay, wie komme ich da hoch? Kugel Maßliebchen. Komm ich denn da hoch, sag mal?
Na gut, von da hinten, hä? Ich immer mal da gucken. Was machst du denn gleich für Nebenquests? Oh, schon wieder ausradiert. Extra, ich glaube, deine Bestechung hat nicht funktioniert. Oh, toll, da oben gibt's ein Ding. Ey, coole Aussicht. Was bist denn du? Schon wieder da, du Olle, du! Alter, warum ging der jetzt auf mich, der Sack? Wasn't really looking. Oh, come on. That's not fair. Warte mal, Mann. Oh. Dies ist also ein Wollstein. Drei von ihnen würden für genug Wärme sorgen. Okay. Hextrad, weißt du, wie das geht? Die Bestechung, die war nicht hoch genug. Irgendwie musst du da eine Möglichkeit finden, dass du den Bot direkt bestichst. Giftmoor. Ah, dachte ich mir. Aber irgendwie finde ich hier keine Dinge mehr, die wir für Quests brauchen. Ätherrose, Kugel, Marsliebchen. Großer Wasserkristall. Zweimal. Dreimal. Müssen wir doch mal gucken. Rette Kacha aus der Festung. Zwei Nebelrongel. Ein Offizierwolf. Komm, machen wir doch mal so. Wo ist denn der? Ach, da unten. Sollte man vielleicht mal weiterlaufen, ne? Nein, du siehst mich nicht. Also, wir müssen hier drüber. Nein, wir müssen da lang. Alter, der Baum sieht schon cool aus von der Ferne, ne? Bin ich doch wieder da. Ha!
Nice. Bam! Komm, hau drauf! Wird aber auch Zeit. Dexenmantel, zweimal großer Dexenkristall. Ja, darum. Und aufpassen, die komische Echse hier dreht ihre Kreise. Ah, da drüben sind mehr. Ein Offizierwolf. Oh, wo sind denn die? Aua! Komm schon! Oh Mann, oh. Stufenaufstieg! Rugel kam und zerbrochene Klaue. Schon wieder! Das sind alle drei Rugelkämme. Nun sollten sie die Brücke reparieren können. Außerdem können sie jetzt auch endlich die Ruinen erforschen. Ist das nicht aufregend? Weil ich mich ja echt frage, wie langweilig einem sein muss, dass man so viele Nebenquests im Spiel baut. Na, wo ist denn hin? Bei dir! Komm schon! Ich hätte den anderen nehmen sollen. Ich glaube, den habe ich verkackt. So, Mission erfüllt. Du bist der Bitte der Nobunagi nachgekommen. Nun ist das Reisen tagsüber wieder sicher. Bam! Ey! Waffen legen gültet nicht und regenerieren auch nicht, du Sack! So. Zerbrochene Klaue. Rugelkamm und zerbrochene Klaue. Hier, da! The enemy's weak, but don't drop your guard. This won't take long. Okay, let's sort this out nice and quick. Oh, now it's right time. Almost there. Nice one. Ein nur. Du bist der Bitte. Nun ist das Lager wieder sicher. Okay. Ey, lass mich nochmal, jetzt der Düfter. Das dürfte noch gut machen.
Prächtiger Wolfpelz, großer Wolfkristall und Überkatana. Oh, da wird es gleich schon wieder duster. So. Ausrüstung. Kriegst du den? Ach, was können man? Waffenjuwel? Oh, es gibt unterschiedliche für Waffe und Rüstung, okay. Den wollte ich nicht. Ist schon ausgerüstet. Er kann nicht. Was haben wir denn hier? Er hat die Jaguar. Technikheilung zweimal und Max KP. Technikheilung und ja, machen wir so. Gut. Mittel. Gut, da muss ich da mal gucken gleich. Erstmal Talentbaum. Hatte er nicht irgendwo die schwere Rüstung? Fragen der Mittleren. Hier. Also er kann schwere Rüstung tragen. So, wie ist es jetzt eigentlich? Ja, nicht so. Ah ja, kriegt trotzdem TP, okay. Blendende Blüte, ruhige Seele, ausgeglichene Aura, die Treffsicherheit und Ausweichrate erhöht. Ohne Gleichen. Nehmen wir mal den. Fixiert den Feind mit einem Blick und erzeugt Konzentration. So, bei ihr Heilschuss. Ach du Scheiße, das ist schon wieder viel. Reinigungsschuss hoch, Schildschuss. Harrenhaltung. Aura, die Wut senkt und somit verhindert, angegriffen zu werden. So. Orange. Ätherbarriere. Die bei fliegenden kritische Treffer landet.
einschläfert. Würde ich mal den dahin packen. So, was hat er denn mittlerweile alles? Ein Schildstoß. Stoß mit dem ausgeklappten Schild macht Feinde ohnmächtig. Zorn reduziert physischen Schaden, füllt allmählich die Spezialanzeige. Du bleibst da. Dorn. Hä? Genau, den wollte ich austauschen. So. Der hört sich mal ganz interessant an, den brauche ich mal gerade nicht. Dann hat er Schwertramme. So, klappt den Schild der Waffe aus, um Angriffe zu blocken. So, 16,2 Sekunden. Okay. So. Ah. Schmetterschlag. Was ist das? Ach, der rechte hier. Trainieren wir mal den. So, was haben wir hier? Rübener. Schlitzklinge benutze ich sehr viel. Kann ich nicht mehr. Schütterklinge. Haben wir denn da mehr Schaden? Schneller aufladen. So, Bums Banane. Ihn habe ich schon, ne? Genau. Die haben wir noch. Schildschuss. Vielleicht ab und an nicht blöd. Donnerschuss gegen den Gegnern. Wie lange willst du noch machen? Jetzt ist doch gleich Feierabend. Irgendwie habe ich hier gerade Mist gebaut. Oder? Na genau, ne, den, ne, passt. Alles klar. Passt. Gerade Linie, die Feinde schwanken lässt. Sagst du schon mal gut nach? Jo. Eins werden wir jetzt so kurz machen.
So, wir werden jetzt noch ganz kurz zur Kolonie 9 gehen. Wo war die denn? War die da oben? Ich habe keine Ahnung. Aber extra, dann sage ich dir auch schon mal gutes Nächtle. Schlaf gut, träum mal schönes. Danke fürs dabei sein. Danke für deinen Subgift. So, das ist Andreas. Da hinten ist Monika, oder? Genau. Also sie ist ja, will er Erik haben, ne? In der Vision haben wir gesehen, Andreas, warum hast du den nur geheiratet? Und deswegen gebe ich ab, ich gebe es Monika. Hi there. Habt ihr ihn gefunden? Ich kann nicht länger warten. Obionis, bitte mach, dass Erik mich endlich erhört. Gut, dann probiere ich jetzt den Tropfen aus. Wartet hier. Falls alles funktioniert, bekommt ihr eure Belohnung. Was? Es hat geklappt, wir sind ein Paar. Er hat tatsächlich ja gesagt, endlich gehört Erik mir. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Na, das lief doch wie am Schnürchen, oder? Ja, dank deiner Hilfe, bla bla bla. Vielen lieben Dank, ich bin ja so glücklich. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich werde euch das nie vergessen. Mission erfüllt. Monika ist mit ihrem geliebten Erik zusammen und wirkt sehr glücklich. Bodenschmuck. So, was hat die denn zum Tauschen? Ein Jagdmesser, brauchen wir nicht mehr. Trophäe, engste Bande. Und Hexdraht, war das denn nun die richtige Entscheidung? Kannst du es ja sagen. Oder ist der Einzige, der für sie in Frage käme, du? Jo, dann geht der Stream gleich noch im Moment weiter. Oh, jetzt habe ich hier auch wieder. Okay, Caesar. Das ist euer letzter Auftrag. Euer letzter wichtiger Auftrag für unseren Geheimplan. Worum genau geht's denn? Ja, bla 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 bla. Bla 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 blub. Ich merke schon, ihr habt immer noch keinen Schimmer, was wir hier machen. Kaum zu glauben, dass ihr es trotzdem so weit gebracht habt. Egal, Hauptsache ihr führt den Auftrag aus und haltet dicht. Dieses Mal müsst ihr ein Monster aus dem Weg schaffen. Es ist kein schwaches Monster, aber nicht zu stark für euch. Wie gesagt, das wird euer allerletzter Auftrag. Also macht uns keine Schande. Besiege den dunklen Murak Moa beim Abwehrgeschütz 3 bei Kolonie 9, nur nachts anwesend. Alles klar. Bei Abwehrgeschütz 3 treibt sich der dunkle Murak Moa herum. Und das immer um genau diese Zeit. Geht hin und erledigt ihn, mehr will ich nicht von euch. Jo, mache wahr. Und Schala hilft uns. Wer sich dabei beim Schrammen holt, kommt einfach zu mir. Jo. So. Halt. So. Dann setzen wir den aber aktiv. Haben wir hier sonst? Na, ne, sonst haben wir nichts hier. Ne? Doch, da unten haben wir auch schon wieder was. Okay. Können wir ja das nächste Mal hier weiter anfangen. Wo ist denn der Juwelen? Da ist der Juwelendoktor. Juwelenonkel. Na komm, wir machen das wieder hier draußen. So.
Dann aber an dieser Stelle schon mal an die Seite von YouTube. Heute doch ein bisschen länger, wenn es halt mal mit der Planung nicht klappt, ne, und man auf dritte, vierte, fünfte Leute angewiesen ist. Haben wir dafür mittlerweile schon wieder, ja, also aktuell habe ich 7 Stunden auf dem Plan und 6,5 Stunden oder so jetzt Gameplay. Werden genug Folgen wieder. Und ja, hoffe doch, dem einen oder anderen von euch hat es gefallen. Wie immer der Hinweis, wenn ihr mal live hier im Stream dabei sein wollt oder auch Twitter, Discord Interesse habt, folgen wollt für Infos etc. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten eben natürlich auch feed.net. Dürft auch gerne mal vorbeischauen, die Kurzmitteilungsseite für Gamer und Content Creator. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, haben gut was geschafft heute, auch storymäßig. Es kommen immer mehr Fragen auf. Aber das alles das nächste Mal. In diesem Sinne sage ich, guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr gerade schaut. Hoffe doch bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüssi. Ich bin raus.